Die britische Marke Jaguar ist schon seit ihren Anfängen im Motorsport aktiv. Bei Jaguar selbst spricht man sogar von einer Racing-DNA. Blickt man zurück, so kann die britische Raubkatze auf eine sehr erfolgreiche Motorsport-Historie verweisen. Zur Saison 2016-2017 schlägt Jaguar nun ein neues Kapitel im Motorsport auf. Die britische Raubkatze wird mit zwei Formel-E-Boliden direkt in die Häuserschluchten unserer Metropolen zurückkehren. Erster Einsatz der beiden Jaguar E-Type 1 ist am 9. Oktober 2016 mit dem Start der dritten Saison im Hafen von Hongkong. Gesteuert werden die E-Boliden von Adam Carroll und Mitch Evans. Der Chinese Ho Pin Tung ist Reservefahrer. Hauptsponsor des brandneuen Teams ist Panasonic, dazu noch die Lear Corporation.